Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich den Echo Dot zurücksetzen und somit natürlich auch wieder auf die Werkseinstellung bringen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn du mit dem Gerät ein Problem hast, was selbst durch den Netzstecker ziehen und einem Neustart nach ca. 10 Sekunden nicht behoben werden kann, dann macht das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung normalerweise immer Sinn. Das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Generationen ähnlich wie bei meiner 5. Generation hier. Hierfür müssen wir oben am Gerät einmal die Mikrofonaustaste und auch die Leiser-Taste gleichzeitig für ca. 20 Sekunden lang drücken. Bis wir diese Stimme kurz hören können und sich der Lichtring auch ausschaltet. Danke, wenn ich mit gutem Gewissen wieder auslassen. Hallo, dein Gerät kann jetzt eingerichtet werden. Lade dazu die Alexa-App runter und folge den Anweisungen. Nach circa einer Minute ist der Reset auch schon abgeschlossen und wir können das Gerät einmal neu einrichten, so wie ich es in einem extra Video auch schon einmal gezeigt habe. Wenn du dir für zu Hause einen weiteren Echo Dot oder natürlich auch andere Amazon Alexa Geräte zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.